Hi Leute, heute mal kein Let's Play. Wie kann ich noch? Er hat meinen Lebenstraum zerstört. Nein, heute keins. Stattdessen mal ein Infovideo. Beachte das Wort Infovideo. Hier habe ich mal wichtige Infos, die ich jetzt nicht unbedingt in Let's Lava reinpacken wollte, weil der wahrscheinlich dann keiner dieses ansehen wird. Deshalb habe ich es Infovideo genannt, wo ich mir ein paar Punkte eigentlich aufschreiben wollte. Nein, ich habe sie mir aufgeschrieben auf einen leeren Zettel mit weißem Stift und ja, ich weiß nicht, was ich sagen wollte, aber ich werde es jetzt einfach mal erzählen. Der erste Punkt wäre mal: Vielen Dank für die 21 Abonnenten. Für mich kaum zu glauben bisher. Denn innerhalb von einer Woche 12 Abonnenten mehr. Oder eineinhalb Wochen. Finde ich echt super von euch. Danke erstmal. Aber was ich noch sagen wollte in diesem Infovideo, weshalb es auch ein Infovideo ist, ist ganz einfach gesagt: Es werden sich ein paar Dinge wieder ändern. Zum Beispiel wird im Kanal Design endlich mal ein richtiges Titelbild hinzugefügt, genauso im Fotzenbuch, Facebook natürlich. Genauso wird sich das Profilbild ändern, so wie das Profilbild auch im Facebook. Sowohl das Titelbild als auch das Titelbild in YouTube wird zusammenpassen, genauso wie das Bild in Facebook wie auf YouTube. So, was wird sich noch ändern? Der ein oder andere hat den Starbound schon bemerkt, dass im Abspann jetzt auch die Google-Seite, also auch die Facebook-Seite immer verknüpft ist. Der Sinn von Facebook und Google ist für mich, hauptsächlich bei Facebook sage ich mal so, Google ist für mich noch nicht so ausgereift, dass ich es wirklich nutzen würde, um Infos weiterzugeben. Aber Facebook soll dazu dienen, wenn ich mal kein Video hochladen kann oder sollte oder bin im Urlaub oder scheiß die Wand an was ist, dann werde ich dies auf Facebook mitteilen. Der nächste Punkt wären Zeitpläne. Was ich damit meine: Es kann sein, dass ich eine Woche, also am Wochenende praktisch, für die nächste Woche einen Zeitplan gebe, wann die Videos hochgeladen werden. Das bedeutet, ich sage, Montag kommt um 12 Uhr das Video, sage ich die Woche vorher, dann kommt um Dienstag wieder um 12, kommt halt bis Freitag um 12 und dann kommt am Wochenende das Video um 3. Verstanden? Es kann sein, dass ich das einführe. Ich werde mir noch überlegen, ob das wirklich Sinn hat, erstens. Denn ich bin ja jetzt auch nicht der gigantische YouTuber, der wo das total professionell macht. Oder eben überhaupt einführen werde. Das ist schon mal das, was ich ansprechen möchte. Noch hinzu kommt jetzt etwas relativ Besonderes noch. Und zwar gibt es ein, ich sag mal, neues Projekt namens Indiana Jones 5. Wer es nicht kennt, es ist Indiana Jones und der Turm von Babel. Dies wird morgen der erste Part hochgeladen. Das sieht dann so aus, dass ich das sozusagen mit Starbound abwechseln werde. Da ich keine drei Projekte auf einmal aufnehmen, deswegen nicht das Problem hochladen. Und zwar praktisch morgen ist Mittwoch, wenn ich recht habe. Genau, morgen ist Mittwoch. Ich nehme das jetzt schon am Dienstag auf. Oh, ist das nett. Also praktisch bringe ich morgen den ersten Teil raus. Donnerstag läuft Starbound weiter,
Freitag läuft Indiana Jones, Samstag Starbound. Oder, nein, so machen wir es. Samstag Starbound, Sonntag Indiana Jones, Montag Starbound. Das wird halt dann so abgewechselt, ne? Ich tue gerade mit den Fingern herum, aber es sieht eh keine Sau. Und jetzt versuche ich zu fliegen. Das ist der nächste Punkt gewesen, den ich unbedingt ansprechen wollte. Ansonsten dürfte es gewesen sein. Tut auch wieder immer wieder meine Videos fleißig bewerten, promoten, teilen. Mein Gott, bist du eine Fame-Hure. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Halt, noch was. Fast vergessen. Es wird noch ein weiteres Projekt geben. Wie genau diese Anzahl der Folgen dann aussehen wird, das weiß ich noch nicht. Vielleicht wird sie jeden zweiten Tag genauso wie Indiana Jones hochgeladen. Vielleicht aber noch nicht. Ihr könnt mal gespannt sein, was für ein neues Projekt es sein wird. Vielleicht sogar mit anderen YouTubern. Und dann sehen wir uns das nächste Mal auf meinem Kanal bei meinem neuen Video, bei meinem neuen Let's Play, bei einem neuen Spiel. Wie gesagt, heute kein Let's Play. Dafür dieses Infovideo. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Peace, Leute.